Schatz, ist doch super. Okay, das ist mir gerade ein bisschen viel. Wollen wir das, das nicht? Das ist dir zu viel. Nein, das ist mir nicht zu viel. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel, zu schnell. We are young, we are strong. Hast du Hunger mitgemacht, hä? Ach so, mein Schatz, willst du? Ich meine, okay, wir wissen alle, du hast ein Baby im Bauch. Willst du nicht ein bisschen aufpassen? Abgesehen davon, dass du ein Babybauch bekommst, wirst du dann noch viel. Oh, weißt du, wie fett du wirst, Alter? Nicht nur hier, sondern auch hier. Hier ist doch hoch, sehr politisch. Schatz, du wirst richtig auseinandergehen. Nee, da habe ich mal nicht mal proben. Ja, finde ich geil. Weißt du, was dich manchmal richtig rettet? Status beste Freundin, mein Engel. Also? Mhm. Wollen wir zusammen fett werden? Und durch die Gegend rollen? Schatz. Olivia, du wirst nicht retten, okay? Ich krieg auch. Ich wollte kurz Hände waschen, ich hoffe, das ist okay. Was machst du denn da, Müller? Probst du schon mal? Wie sieht denn das aus? Jetzt mal ganz ehrlich. Steht mir das? Mega. Wirklich? Nein. Das kommt dir richtig nicht ab, ey. Nein, 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 das kann man nicht überzeugen. Es tut mir leid. Ich war gerade einfach überrascht von dieser ganzen Situation. Aber nein, total honest jetzt. Ich finde Schwangere, das strahlt so extrem, oder? Ich meine, es strahlt ja für zwei Glück aus. Und das sieht echt sehr, sehr attraktiv. Also ich finde Schwangere attraktiv. Das hört sich jetzt komisch an, aber du weißt, was ich meine. Hm. Apropos schwanger, wollt ihr eigentlich jetzt noch vor oder nach der Geburt heiraten? Ich habe keine Ahnung. Wir haben uns darüber noch nicht unterhalten. Hm. Hm. Macht ja auch nichts, ne? Habt ja noch Zeit. Ja. Und selbst wenn du vor der Geburt heiraten willst, das Handtuch ist da, ja, das erklärt einiges. Gibt's genug weiße Umstandsmode? So richtig rattenscharfe Teile dann und schön dann ein bisschen, ja, ja. Also falls du mal ein Rad brauchst und pfiffige Kleider suchst, hit me up. Ah, okay, danke. Schönen Tag noch. Dir auch. Eine Hochzeit mit Babykugel in einem Brautkleid so groß wie ein Zelt? Oder noch ewig warten, bis das Baby sich eingelebt hat? Nee, sorry, aber es muss irgendwie anders gehen. Super, ich bedanke mich so herzlich bei Ihnen. Ja, danke schön. Ich mich auch. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ja? Ich habe so tolle Neuigkeiten, Baby. Hast du was gekauft? Ich habe so tolle Neuigkeiten. Was? War es teuer? Wie teuer? Ich habe... Meine Kreditkarte benutzt? Nein, ich habe mit jeglichen Standesämtern hier in Berlin telefoniert, die eigentlich erst einen Termin für Februar frei hätten. Wir könnten frühestens Februar heiraten. Allerdings habe ich jetzt eins gefunden, wo wir am 25.10. heiraten können, weil einer abgesprungen ist. Oh. Dieses Jahr? Genau. 2 Monaten ungefähr. Ist das toll? Du hast den Termin jetzt genommen. Ne, ich habe jetzt erstmal. Babe. Was ist denn? Wieso denn so früh? Warum denn nicht? Gehen die Hormone gerade bei dir durch? Weil... Warum nicht? Dann, guck mal, dann haben wir doch alles. Erstmal würde ich gern, dass wir das gemeinsam planen. Mach ich doch, ich erzähle es jetzt gerade. Du erzählst mir gerade, dass der Termin schon feststeht. Das ist ein Unterschied. Babe. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich möchte so schnell wie möglich dich heiraten. Ich möchte nicht mit einer Babykugel vorm Altar stehen. Du wirst toll aussehen mit einer Babykugel vorm Altar. Und ich würde doch vielleicht gerne erst heiraten, wenn das Baby dann da ist. Dass wir das dann so als Familie komplett machen. Und ich will auch erstmal umziehen. Nee. Doch, Babe. Schatz, wenn das Baby erstmal. Ja, genau. Dann mein Plan ist, wenn das Baby erstmal da ist, haben wir keine Zeit mehr, eine Hochzeit zu organisieren. Wir können nicht richtig feiern. Und weil ich möchte, und es soll auch so sein, dass das Baby im Fokus steht. Mal, lass uns doch eine neue. Guck mal, Schatz, lass uns doch heiraten. Dann haben wir schon, wenn das Baby da ist, haben wir schon die neue Bleibe, wo Amelie drin wohnt. Das ist doch super. Schatz, ist doch super. Okay, das ist mir gerade ein bisschen viel. Wollen wir das nicht? Das ist jetzt zu viel. Nein, das ist mir nicht zu viel. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel, zu schnell. Ich bin ein bisschen altmodisch, ich plane Sachen gerne. Und, ja, aber... Lass uns später noch mal quatschen, okay? Ich will das nächste Mal tricksen. Ja? Okay. Später? Ja. Nicht böse sein, okay? Nee, ich bin ein bisschen eingeschnappt jetzt. Nein. Ich verstehe jetzt. Ja, aber wenn du da jetzt nicht mitziehst, dann organisiere ich das auch alleine. Baby, jetzt spinn ich rum. Ich quatsch nachher, okay? Will Mike mich jetzt verarschen?
Wir sind Clubbesitzer und Eventprofis, als ob wir es nicht schaffen, in wenigen Wochen eine Hochzeit auf die Beine zu stellen. Der wird sich umgucken. Boah, ey, was ist denn das für ein Krach? Warum macht denn die Nino so fertig? Keine Ahnung, ich bin beschäftigt. Boah. Okay, bist du ready für unsere Yoga-Session? Ist schon soweit. Ich habe hier mega viel zu tun, okay? Ich muss noch irgendwie eine Hochzeitslocation finden. Und ich habe keinen Bock, in irgendein Vereinsheim zu feiern oder auf irgendeinen Bauernhof in irgendeiner Mühle. Das wird so einfach eine richtig geile Location werden, die zu uns passt. Deswegen. Mein Beileid. Ja, mein Beileid, dass ich auch alles gerade alleine machen darf. Danke, Mike, für nichts. Echt jetzt? Ja, ne, klar. Der unterstützt dich nicht mal dabei? Das geht gar nicht. Ich meine, er nimmt ja auch teil an der Hochzeit, oder nicht? Genau, wie du. Hm? Du bist doch meine Trauzeugin. Ja? Kannst du nicht mal irgendwie Kontakte spielen lassen, irgendwie recherchieren und dich mal umhören wegen der Location? Du hast auch. Ich habe leider sehr viel zu tun gerade. Ich habe viel um die Ohren, mein Schatz. Das wird ein bisschen kritisch. Jetzt lässt du mich auch noch hängen, oder was? Olli, ich habe irgendwie das... War das eine Schnapsidee? Das ist doch viel zu viel. Das schaffe ich doch alles gar nicht. Ich habe auch noch diesen Laden zu führen. Ich muss das ja vielleicht ist es halt echt idiotisch, weil das ist viel Verantwortung. Sie sind völlig hier zur Teamsitzung zu spät. Okay. Und bitte, Dean. Wenn Nino nicht fängt, mir ja, alles gut. Fährt pünktlich. Ja. Wir packen das. Das wird eine richtig geile Hochzeit. Wir packen das, Schatz. Wenn du mich unterstützt und wir beide schön als Team wieder zusammenarbeiten, beste Freundinnen schaffen alles, was wir schon alles gewuppt haben, das wird eine richtig geile Hochzeit, okay? Okay, dann... Wir wuppen das. Ich schau mal, was sich so machen lässt. Okay. Location auf jeden Fall. Was machst denn du hier? Ich würde gerne 2 Stück Kuchen haben für mich und meine Verlobte. Okay, bekommst du? Ja. Warum ziehst du so eine Fresse? Zieh keine Fresse. Doch, du ziehst eine Fresse. Aber warum? Ich meine, du bist verlobt. Du hast eine Granatenalter als Verlobte. Du wirst Papa. Ja, aber wir sind auch nur Menschen. Und vielleicht haben wir uns ein kleines bisschen gestritten vorhin. Okay, warum? Was war der Auslöser? Wo fange ich denn an? Nummer 1. Lilla will unbedingt die Hochzeit nach vorne ziehen. Am besten schon im Oktober. Mhm. Sie entscheidet alles allein. Am besten bevor das Kind da ist. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten sie gerade ist, aber alles muss zack, 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 zack entschieden werden. Alles hat überhaupt keine Zeit. Und jetzt klingelt auch mein scheiß Telefon. Warte, geht gleich weiter. Mhm. Dean. Ja. Ja, die Teambesprechung hast du leider. Ich war bei. Pass auf, ist nicht so schlimm. Geh einfach nachher ins Matrix und lass dich auf den neuesten Stand bringen. Jo, alles klar. Ja, ciao. Ja, irgendwie haben alle keine Zeit mehr. Und am liebsten würdest du auch noch eine Diät machen, dass es schön aussieht für die Hochzeitsbilder und bloß mit großem Bauch und so. Wir haben noch Zeit, ist doch alles entspannt. Wir sind so glücklich. Und sie macht einen Stress. Naja, wenn das Baby da ist, ist der Fokus nur auf dem Kind. Und dann kann es sein, dass sie in 5 Jahren nicht heiratet. Nee, so ist es ja nicht. Wir haben ja einen Plan, wann wir heiraten wollen, aber wir können es doch langsam angehen, oder? Stress uns doch keiner. Mike, du bist doch schon Papa. Ja? Hormone, Miller will ein Nest bauen. Ist doch klar, dass die da gerade so abgeht, oder? Ein Nest bauen. Ja, ich habe das auch im Ziel gesagt, ne? Dass es vielleicht Hormone sind. Oh, ganz vorsichtiges Thema. Darfst du bei einer Schwangeren nicht sagen. Naja, auf jeden Fall. Wir quatschen einfach nachher. Guck mal, dafür kriegst du den weltbesten Kuchen. Cool. Damit machst du bestimmt alles wieder. Kannst du das auf die weltbeste Strichliste bei mir anschreiben? Ja, wie immer. Ja. Bist ein Schatz. Ja, ja. Viel Spaß. Ja. Tschüss, Schmidti. Nee, ich hab keine Lust mehr. Ich finde einfach keine Location, die... Eine Location, die nicht ausgebucht ist, eine Location, die geil aussieht, ich habe keine Lust mehr. Dann will ich auch irgendwann mal anfangen, nach einem Kleid zu suchen. Ich will kein Zelt anziehen. Ich will nicht 5000 Quadratmeter Stoff bestellen müssen. Und wenn das Baby erstmal da ist, will ich auch nicht heiraten, weil dann komme ich zu gar nichts mehr. Weißt du was, jetzt machen wir mal ein paar Übungen, ne, damit du deinen Frust rauslassen hast. Und keine Sorge, alles babygerecht. Ich möchte nicht. Okay. Und Bein nach hinten, jawohl. Okay. Und hoch, nicht blockiert, nein, vorne. Ja, schön. Aua. Schön dehnen. Oh. Und nächste Seite, andere Seite. Ich möchte das nicht. Oh, Arm aus. Mann, oh, nee. Du musst doch schon mitmachen. Ich will nicht. Oh, nee. Oh Gott.
Okay, wir können einfach eigentlich alles abblasen. Ich habe nämlich keine Lust. Ich, oh, die schlechte Laune. Ich möchte nicht mehr. Das ist mir alles zu stressig. Weißt du, was gegen schlechte Laune hilft? Stück Kuchen. Ja, aber du kannst dich entspannen. Wir haben alle Zeit der Welt jetzt, okay? Und du kannst dich auch entspannen. Dass ich deinen Vorschlag abgeschmettert habe, dass wir ein bisschen früher heiraten, das tut mir leid, ja? Ich weiß, es geht dir nicht darum, in der perfekten Figur vorm Altar zu stehen, sondern du willst einfach, dass die Hochzeit perfekt wird. Und das will ich auch. Das habe ich eingesehen, ja? Woher der Sinneswandel? Sagen wir mal so, ich habe mit einer guten Freundin gequatscht und die hat so ein paar geschlossene Türen geöffnet. Okay. Schatz, aber ey, wir können das wirklich im Oktober abblasen. Ich pack das nicht. Ich habe sogar Kontakte im Matrix knüpfen lassen und Sponsoren, die haben auch nichts mit La Location. Wir finden nichts bis Oktober. Ich kann nicht mehr. Sag mal den Termin noch nicht ab. Vielleicht habe ich eine Idee. Okay, gib mir mal einen Kuss. Mhm. Ich komme wieder, lass dir den Kuchen schmecken. Ja. Und wir gucken mal, okay? Okay? Okay. Was wird denn das hier? Ja, das wirst du gleich sehen, was das hier wird. Oh Mann, ey. So, jetzt hast du mir mal gefallen und bleib stehen, ja? Okay. Warte. So, jetzt kannst du es abnehmen. Okay. Kenne ich? Ist eine Event-Location von unserem Sponsor. Ja, aber ist nicht irgendeine Event-Location. Nein. Nein! Oh, nein! Oh doch. Wie geht das denn? Ich habe doch alle Kontakte vom Matrix abgeklappert. Keiner hatte Zeit an unserem Hochzeitsdatum. Eben. Hättest du mal ein bisschen stärker verhandeln müssen. Was hast du gemacht? Gar nichts. Kommst du in den Knast? Muss ich mir Sorgen machen? Vielleicht habe ich 2 Monate für unseren VIP-Bereich rausspringen lassen und ein Logo auf Servietten. Und vielleicht ist der Typ auch jetzt Hauptsponsor für so Special Events bei uns. Krass. Aber ist egal. Ist egal? Die Location ist geil. Krass, nee, das hätte ich nicht hinbekommen. Deswegen habe ich sie auch gemacht. Ja. Willst du was Geiles sehen? Ja. Gehen wir da lang. Da. Das hier ist das allerbeste. Oh, Baby. Oh, danke schön. Bitte? Danke. Und sogar mit Blaulicht. Toll, mit Blaulicht. Ja. Wollen wir dich jetzt belohnen? Mich jetzt belohnen? Mhm. Hier? Mhm. Ist doch keine hier, oder? Der Kellner hat frei. Und ich hab Zeit. Okay, pass auf. Okay. Ich weiß jetzt schon, welche Gelanden ich hier dran haben will. Ich weiß schon, welches Blumenkonzept ich hier draußen haben will. Blumen? Die müssen auf jeden Fall die Stehtische da hinten an der Seite irgendwie frei machen. Das Buffet da so an der Wand lang, damit wir eine schöne große Tanzfläche haben. Und hast du dir das überlegt, gerade eben, wo du mich belohnt hast? Ich habe an sowas nicht gedacht, ganz ehrlich. Nee, jedenfalls haben wir eine richtig schöne große Tanzfläche für alle Leute. Wir haben so viel Platz hier drin, ne? Das ist voll schön. Und wir haben noch 8 Wochen Zeit, also chill mal. Ja, ganz entspannt. Ja. Ist ja doof, wir haben alle Zeit der Welt. Eben. Ja. Schatz. Ja. Willst du noch mehr belohnen? Wir drehen so durch. Wir müssen noch ganz viel organisieren, ne? Ich habe die Location organisiert. Punkt für mich. Schatz, 8 Wochen. In 2 Monaten. Wir sind bekloppt. Und was habe ich dich da reingezogen? Das freue ich mich auch. Okay, ab nach Hause. Ich würde dann direkt an den Laptop gehen. Kann ich noch mal weitermachen? Ja, mach mal weiter. Aber wir haben auch übrigens ganz, ganz, ganz viele Freunde, die uns bei der ganzen Aktion noch ein bisschen helfen können. Also ja. Du musst nicht alles alleine machen. Ja. Weil dann hast du mehr Zeit für... Belohnen. Okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Hey, alles gut? Brauchst du was? Ich rufe auch die Polizei. Die kümmern sich um so einen Scheiß. Was? Polizei! Oh, fuck. Wir sollten uns überlegen, wie wir das Lokal nennen. Was hältst du davon?
Ja. Oder? Das ist. Mit Finesse musst du das genießen. Ich fühle mich wohl in deinem Körper. Naja, bei dir weiß ich nicht. Ich habe mich wirklich in der letzten Zeit ein bisschen gehen lassen und nichts für meine Figur gemacht. Wenn du willst, ich kann dich coachen. Ja, Daniel, beeil dich. Drei. Immer drei Stück. Guck dir den Arm an, das ist auf ihr Punkt. Ab jetzt. Kretze, das wird so nichts.